Schon wieder nüchtern? Nö. Zumindest noch nicht vollständig. Aber zumindest hat es ganz gut getan, hier jetzt angekommen zu sein in Berlin und mit Henrik Wüst heute Morgen auch zusammen gefrühstückt zu haben. Also vielen Dank auch nochmal für die Gastfreundschaft gerade. Das tat dann doch gut, weil ich gestern Abend auch wenig gegessen habe, sondern eher getrunken habe. Und dann heute mal wieder das Richtige wieder nachzuholen, war schon ein gutes Gefühl. Und auch darüber zu sprechen, wie es bei uns in Schleswig-Holstein gelaufen ist. Ich habe ja vorher auch immer gesagt, mir ist schon bewusst, dass es eine hohe Bedeutung hat, diese Landtagswahl, auch insgesamt auch in Deutschland. Und natürlich eine Woche vor Nordrhein-Westfalen, dieses Gefühl kannten wir ja in Schleswig-Holstein, das hatten wir schon öfter. Und haben da jedes Mal ja auch unter Beweis gestellt, dass wir Wahlkämpfe führen können, dass wir auch gewinnen können in Schleswig-Holstein. Und ich bin auch heute Morgen immer noch stolz auf das Ergebnis, was wir geholt haben bei dieser Landtagswahl, den klaren Regierungsauftrag, den wir dadurch bekommen haben. Und wenn das ein bisschen Rückenwind auch für euch gibt, dann glaube ich, ist das nicht schon zum Schaden der CDU. Was kann die Bundes-CDU von Ihnen lernen? Auch wir reden ja gleich im Präsidium darüber und sprechen ja nachher auch noch mal. Wir haben ja noch eine Pressekonferenz. Herr Wüst, was können Sie lernen? Also erstmal herzlichen Glückwunsch an Daniel Günther. Ein tolles Wahlergebnis in Schleswig-Holstein mit einem klaren Regierungsauftrag. Wirklich großartig für die CDU in Schleswig-Holstein und auch für Daniel Günther ganz persönlich. Das zeigt zwei Dinge. Die Volkspartei CDU ist voll da und eine gute Regierungsarbeit, die für mehr Sicherheit sorgt, für moderne Wirtschaft und sichere Arbeitsplätze, wird von den Menschen auch honoriert. Schleswig-Holstein geht jetzt auf stabile Verhältnisse zu durch die Volkspartei CDU. Und das ist genau das, worum es auch in Nordrhein-Westfalen geht, wofür wir werben, in den nächsten Tagen stärkste Kraft zu werden und dadurch einen klaren Regierungsauftrag zu bekommen für stabile Verhältnisse. Es war ein guter Wahlabend und ein guter Auftakt jetzt für den Endspurt Richtung Nordrhein-Westfalen. Also es ist ein Stimmungsaufheller, so ein Ergebnis, und das wollen wir jetzt verstetigen. Und herzlichen Glückwunsch an die Kolleginnen und Kollegen in Schleswig-Holstein. Und man hat schon gesehen, dass die Themen sichere Arbeit, innere Sicherheit, aber auch eine verlässliche Bildung eine ganz große Rolle gespielt haben. Wie schwierig wird das jetzt, Nordrhein-Westfalen zu gewinnen? Nordrhein-Westfalen war noch nie einfach zu gewinnen. Und wir haben ja gesehen, wie sich dort auch die Regierungsverhältnisse unterschiedlich abgewechselt haben. Aber ich finde, dass Henrik Wüst als neuer Ministerpräsident oder noch recht neu im Amt es sehr, sehr gut macht. Er hat ein prima Kabinett und wir sehen auch, dass mit dem Schwerpunkt innere Sicherheit, Bildung, Arbeitsmarkt und auch Zukunft der Arbeit, er die Themen auch der Leute anspricht. Und jetzt hoffen wir, dass am Ende die CDU die Nase vorne hat. Es wäre gut fürs Land. Wie wichtig wäre es für Ihren Parteivorsitzenden? Für uns alle sind natürlich gewonnene Landtagswahlen nicht nur wie Balsam, sondern auch Motivation. Und die CDU Deutschlands lebt ja nicht aus Berlin heraus, aus der Klingelhöfer Straße, sondern sie lebt ja aus den Ländern heraus, sie lebt ja aus ihren Mitgliedern heraus. Und dazu gehören natürlich auch Ministerpräsidenten und Minister. Wie groß ist Ihre Freude über das Ergebnis gestern? Na also, hör mal, es passt zum Tage, ne? Es war ein großartiges Ergebnis. Glückwunsch an die CDU in Schleswig-Holstein und natürlich Daniel Günther. Es gibt Tage, die sind wirklich rund. Und das nehmen wir natürlich jetzt für die nächste Woche, also für den nächsten Sonntag in Nordrhein-Westfalen. Und das Ergebnis ist so eindeutig, dass es wirklich überragend ist. Und es zeigt, dass eine Union als Volkspartei, wenn die Dinge richtig zusammenkommen, überragende Ergebnisse erzielen kann. Das ist kein Grund, dass wir uns jetzt einfach zurücklehnen und sagen, die Welt ist schön. Die Welt bleibt herausfordernd, aber das Ergebnis ist ein unglaublicher, deutlicher und motivierender Schub, auch für die Dinge, die vor uns stehen und insbesondere natürlich für die Wahl in NRW. Aber NRW wird nicht so einfach werden wie Schleswig-Holstein, oder? Da haben Sie recht. Deshalb werden wir diese letzten 8 Tage auch nutzen müssen. Jeder sagt ja, da steht es ungefähr spitz auf Knopf, aber es ist doch klar, Sie wissen, ich bin ein alter Sportler. Wenn es läuft, dann macht man noch mal Kraft frei. Dann entwickelt sich auch etwas. Und insofern bin ich sehr zuversichtlich. Der Henrik Wüst, der hat das sehr gut gemacht. Aber es ist ein großer Unterschied, ob ich ein halbes Jahr im Amt bin oder 5 Jahre. Aber die Voraussetzungen sind gut. Und mit dem gestrigen Tag hat sich die Situation für die Union mit Sicherheit verbessert. Der Politikstil von Günther ist ein ganz anderer als Merz, als von Friedrich Merz. Was kann Friedrich Merz von Daniel Günther lernen? Also erstens mal, der Daniel Günther regiert und sehr erfolgreich in einer
Dreierkoalition. Friedrich Merz führt die Partei und er führt die Bundestagsfraktion und ist Oppositionsführer. Das kann man nicht vergleichen. In Nordrhein-Westfalen ein Gradmesser für den Bundesvorsitzenden? Schauen Sie, das ist wie immer. Läuft's gut, waren's alle. Läuft's nicht so gut, wird's überschaubar. Wir gewinnen gemeinsam und wir werden auch schwierige Entscheidungen gemeinsam vertreten. Aber wir sind zuversichtlich und die Arbeit von Friedrich Merz ist ein Teil dieses Erfolgs.